hunwana auch stefan hunwana ist ein deutscher schauspieler und gastronom leben hunwana ist deutsch-koreanischer abstammung er stammt aus überlingen am bodensee seine mutter's un kam als krankenschwester nach deutschland sein vater war filialleiter bei einer bank warner spielte schon während seiner schulzeit am überlinger gymnasium theater er hatte u hauptrollen in dem musical linie 1 und in andorra nach dem Abitur ging er nach Berlin und absolvierte hier eine vierjährige Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Seitdem war er als freier Schauspieler tätig. In dem Schweizer Kinofilm Herpines Issa Warmgang, der die Lebens- und Liebesgeschichte des Paares Petra Kelly und Gerd Bastian inszeniert, war er in der Rolle des Tashi zu sehen. Er verkörperte den Liebhaber von Petra Kelly. In dem Spielfilm Große Mädchen weinen nicht einer Geschichte über das Erwachsenwerden der beiden 17-jährigen Freundinnen Steffi und Kati, spielte er Jani, einen der beiden jungen Männer, den die beiden Freundinnen kennenlernen und mit dem sie einen Szeneclub in Berlin besuchen. In dem Fernsehfilm übernahm er die Rolle des Gen Okagami. Er spielte einen homosexuellen Japaner, der mit dem Künstler Thomas zusammenlebt und der um seiner drohenden Abschiebung zu entgehen, eine Ehe mit der wesentlich älteren Restauratorin Rike eingeht. In der Literaturverfilmung Ball spielte er den jungen Andi. Eine weitere Literaturverfilmung folgte zwei Jahre später mit Per Günd. In dem Spielfilm Sugar Orange von Andreas Struck der Geschichte über die beiden Schulfreunde Leo und Clemens spielte Warner. An der Seite von Lukas Gregorowitsch den Erwachsenen Clemens, der eine homosexuelle Beziehung mit Leos älterem Bruder Frank eingeht. In dem Weihnachtsfernsehfilm O Tannenbaum mit Günther Maria Halmer und Jutta Speidel in den Hauptrollen spielte er. Erneut an der Seite von Lukas Gregorowitsch das männliche Modelstief, der eine Affäre mit einem anderen Mann hat. In dem Märchenfilm des Kaisers Neue Kleider hatte er die kleine Rolle des Friseurs. Er hatte außerdem Episodenrollen in den Fernsehserien Balko Abschnitt 40 METRO, Ein Team auf Leben und Tod in aller Freundschaft Kommissar Stolberg und der letzte Bulle. Nach längerer Filmpause war Warner 2015 in dem Fernsehfilm Schwester Weiß mit Lisa Martinek und C. Loy Caprix Eifkin den Hauptrollen, als Zivildienstleistender Jan zu sehen. Warner arbeitete auch als Modell beispielsweise für Jette Job und andere Firmen. Neben seiner Arbeit als Schauspieler betätigte sich Warner in Berlin als Gastronom. Er führte von 2009 bis 2013 als Geschäftsführer und Mitbetreiber gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Yang Mi Park Snowden das koreanische Szene-Restaurant Kimchi Princess mit Bar in Berlin Kreuzberg. Im Oktober 2015 nahm er mit dem Restaurant D.A.E.M.O.N. an der Berlin Food Week teil. Seit 2013 ist er außerdem gemeinsam mit seiner Frau Karina Warner Kirschner Inhaber des Cafés ZSA ZSA und Louis in Berlin Neukölln. Seine Frau hatte er durch ihren Nebenjob als Kellnerin, Barkeeperin in der Bar des Restaurants Kimchi Princess kennengelernt. Warner ist Vater eines Sohnes. Er lebt mit seiner Familie in Berlin Wedding, Filmografie. 2001. Happiness is a Warm Gun. 2002. Balko. 2002. Große Mädchen weinen nicht. 2003. Ehespiele. 2003. Abschnitt 40. 2004. Ball. 2004. Sugar Orange. 2005. Der letzte Tanz. 2006. M.E.T.R.O. Ein Team auf Leben und Tod. 2006. Per Günd. 2007. O Tannenbaum. 2008. In aller Freundschaft. 2010. Kommissar Stolberg. 2012. Der letzte Bulle. 2010. Des Kaisers neue Kleider. 2015. Schwester Weiß.